Die nehmen wir mit. Lecker Bohnen, lecker Bienenlarven essen, ich weiß, aber eine Fee, Leute. Du fängst eine Fee in der Flasche. Sie gibt dir Herzen, wenn du sie am nötigsten hast. Aber über uns ist noch eine Kiste. Wie kommen wir da denn dran? Nein! Nein! Ich bin so blöd. Kommt mir denn da zu einer Kiste? Wie kommt man denn da oben hin? Das finde ich jetzt merkwürdig. Komisch, wir gehen mal weiter. Vielleicht ist hier noch irgendetwas, was uns den Weg weisen wird. Das ist ja äußerst merkwürdig. Also irgendwas ist da noch da vorne. Aber was? Wie kommt man da hoch? Wirklich verwirrt. Einzige Alternative da oben drauf ist keine Kiste, die ist irgendwo hier unten. Das kann aber auch nicht sein. Komisch.
Wir gehen mal zum Boss. Aber wie gesagt, man muss da irgendwie hinkommen. Irgendwie muss man da hinkommen. Ich bin mir nur nicht sicher, wie. Ja, so ein richtiger Meisterschütze. Aber wir sind besser. Halbwegs zumindest. So. Das ist ja alles klar hier, aber wie kommt man bitte da hinten hoch? Ich wollte vorhin auch schon so einen Schlag machen, so einen aufgeladenen Schlag. Das hat nur nicht so gut funktioniert. So, der Bossraum. Ja, schön und gut, aber wo, wie kommt man zu der Kiste? Da ist hundertprozentig ein Stempel drin. Ich will den haben. Mann. Den Schlüssel haben wir. Aber wir haben, ich habe keine Ahnung, wie wir zum der Truhe kommen. Der Bossraum. Darauf haben wir die ganze Zeit hingearbeitet. Juhu, zur Belohnung noch ein Boss. Flammende Bestie, Flammetron. Wow, ouch. Mit einen kleinen Tipp vielleicht. Schau mal, das strahlende Ding auf der Stirn von diesem Typen. Ich spüre, dass von dort eine starke magische Energie ausgeht. Ja und? Wie hilft mir das weiter, du Nase? Ja, der macht das gerade ziemlich fertig. Autsch, ich spuck da noch Feuer. Was soll denn das? Ah, Moment.
Ah, okay, danke, Mittner. Macht doch Sinn. Schnell! Die Musik ist wieder super, oder? Ja, ich war zu langsam. Komm schon. So. Schön hinfallen, Großer. Ja, ich glaube, inzwischen sind wir wirklich ein richtiger Held geworden, oder? Seht's euch an. Die Kombination aus Nah- und Fernkampf, Taktik und Finesse. Wow, ganz ruhig, Großer. Hier bin ich. Schön hinfallen. So. Schnell. So. Alle guten Dinge sind drei, oder? Und auf Wiedersehen, Fluch der Goronen. Und hallo, Freiheit und Errettung. Oder auch nicht, oder doch? Ach, seht mal, das ist der eigentliche... Anführer der Goronen und ein weiterer Schattenkristall. Hehehe, gut gemacht. Jetzt hast du schon zwei Schattenkristalle. Ja, ja, schon gut. Zur Belohnung werde ich dir etwas Spannendes erzählen. Zanto. So heißt derjenige, der die Schatten über diese Welt gebracht hat. Man nennt ihn auch den König der Schatten. Den haben wir kurz gesehen, als wir gesehen haben, wie der Palast von Zelda gestürmt wurde. Er ist sehr stark. Du bist ein Nichts gegen ihn. Danke. Aber ich werde Zanto niemals als unseren König anerkennen. Und auch nicht, dass die Welt des Lichts von dieser verwöhnten Prinzessin und ihren Verbündeten regiert wird. Nicht, dass ich ihr etwas Böses wollte. Naja, ich will nur die Schattenkristalle, alles andere interessiert mich nicht. Also gut, es fehlt nur noch einer. Den findest du doch auch noch, oder? Hehehe. Herzcontainer erhalten. Die Zahl deiner Herzen steigt um 1. Perfekt. Ne. Die Frisur. Oh. Was, wo bin ich? Oh, mein Kopf brummt. Mein Kopf tut so weh, ich kann mich an gar nichts erinnern. Kann ich mir vorstellen, Don. Großer Anführer der Goronen. Was für ein Kampf. Ich habe ihn nicht direkt durchschaut, muss ich zugeben. Willst du wirklich weg von hier? Du bist sicher, dass du nichts vergessen hast? Naja, wie gesagt, uns fehlt diese eine Kiste, aber ich vermute einfach mal, dass wir da von hier aus nicht hinkommen.
Also generell momentan noch nicht hinkommen. So hoch, das macht einfach keinen Sinn. Außer wir bekommen einen Gleitanzug oder sowas in der Richtung. Speichern, ja, natürlich wollen wir speichern. Und zwar dahin. Ja. Ach, wie schön. Und direkt die Musik. Auserwählter Richard. Das Land im Norden, jenseits der großen Steinbrücke, wird vom Lichtgeist Ranelle behütet. Dort wirst du die finden, die du suchst. Richard! Oh, Collins wieder auf den Beinen. Was ist mit Ilja? Du musst Ilja retten. Bestimmt haben die Bösen sie irgendwohin verschleppt. Ich habe diesen Albtraum doch nur ausgehalten, weil ich immer Ilja und dich vor Augen hatte, Richard. Und jetzt bin ich wieder in Sicherheit. Du erinnerst dich doch noch, was ich dir damals in Ordon gesagt habe, oder? Ich möchte einmal so werden wie du, Richard. Mach dir um mich keine Sorgen mehr. Jetzt musst du Ilja retten. Sei beruhigt. Ich, der wohl eindeutig ein Mann bin, werde auf diese Kinder Acht geben. Du aber solltest zu denen gehen, die dich jetzt mehr brauchen als wir und deren Geschlecht du hoffentlich richtig einschätzt. Dein Anblick erinnert mich an den Helden aus alter Zeit, von dem die Legenden Hyrules berichten. Möge der Segen der Göttinnen von Hyrule dich begleiten. Boah, ich sehe überall Goronen. Jetzt geht's hier richtig los. Seht mal, hier sind überall Goronen. Frieden ist eingekehrt in Kakariko. Dieses Dorf hat in kurzer Zeit viel durchgemacht, aber jetzt kehrt langsam das Lachen auf die Gesichter der Bewohner zurück. Auch Taro geht es endlich wieder besser. Er war ja wegen der Sache mit Karnen sehr niedergeschlagen. Ich wollte ihm helfen, aber er ist ganz alleine zu diesem Wachposten gegangen. Geh doch mal zu ihm, er ist meist auf seinem Wachposten hoch über den Dächern von Burns Bombenladen. Da ganz oben drauf? Okay. Und überall auch Goronen. Eigentlich müssen wir jetzt auch hoch in die Berge und die Goronen nochmal besuchen, oder? Die haben mir auch sicherlich einiges zu erzählen. Hier sieht es einfach aus wie immer. Ach, seht mal, sie pflegen Karlin immer noch. Na komm, Karlin, iss dein Brei. Aber davor solltest du das hier trinken. Das ist eine Spezialmischung aus dem Wasser der Quelle, der Lichtgeister und der heißen Quelle.
Hier, trink. Trink. Und was ist mit deinen Breikallen? Du hast doch bestimmt Hunger. Oh. Der Arme, ich glaube, die übertreiben es ein bisschen, oder? Der will bestimmt einfach nur schlafen, der Arme. Brei, trinken ins Gesicht. Trinken, Brei ins Gesicht. Naja, gut. Besser solch eine Pflege als gar keine Pflege, oder? Ich könnte mich immer noch ärgern, dass wir da die Fee einfach so haben wegfliegen lassen. So, bevor wir weitergehen, ganz kurz, ich würde auch gerne noch einmal, hallo? Auch Taro geht es endlich wieder besser. Er war ja wegen der Sache wegen Karl sehr niedergeschlagen. Okay, das kennen wir schon. Gehen wir mal ganz kurz hier in Maros Laden. Vielleicht gibt es hier etwas Neues, ich glaube es eher weniger, aber wir schauen mal. Maromarkt, wisst ihr? Ah, der hat nichts Neues. Hey Richard, kaufst du was? Zeit ist Geld, also verschwende ich meine Zeit. Na gut, nee, wir brauchen aber nichts. Ach, Manometer wollte ich eigentlich sagen. So. Okidoki, wollen wir mit den Goronen reden, oder? Vielen Dank, dass du unser Oberhaupt und die kostbare Mine gerettet hast. Wir haben den Menschen in diesem Dorf viel Ärger gemacht. Da müssen wir jetzt besonders nett sein. Wenn du auf meinem Rücken steigst, schleudere ich dich zur heißen Quelle am Hotel. Ja. Also dann, steig auf meinen Rücken. Hat ja super geklappt. Wenn du auf meinen Rücken... Ja, nochmal. Also dann, steig auf meinen Rücken. Wir müssen so drauf. Mein Fehler. Genial. Diese Goronen. Sag nicht, es ist auch Goronen, da kriege ich zu viel. Oh, seht mein Kind, Gorone. Puh, so ein heißes Bad vor dem Schlafen geht ist wirklich das Beste, was es gibt. Ich verkaufe abends meine Sachen gegenüber vom Bombenladen. Schau doch mal vorbei. Was? Okay. Oh, seit du unserem Oberhaupt geholfen hast, können wir auch wieder in dieses Dorf kommen. Mein Sohn und ich haben ein paar Sachen mitgebracht. Wir dachten, nach den Monsterattacken können die Dörfler sie sicher gebrauchen. Am Abend öffnet mein Sohn unten seinen Verkaufsstand. Du solltest ruhig auch mal vorbeischauen. Mein Sohn und ich haben ein paar Sachen mitgebracht. Und so weiter und so fort. Okay, die Goronen haben immer nur einen Satz, glaube ich, oder? Oh, oh. Okay, Glück gehabt. Endlich kann man wieder in die Mine. Da habe ich gleich für Burns ein paar Rohstoffe zur Bombenherstellung mitgebracht. Er bietet sie wohl schon wieder zum Verkauf an. Du solltest die Sprengkraft von Burns Bomben unbedingt auch kennenlernen. Also, wenn du auf das Dach von dem Laden hier willst, steuere richtig hoch, wie wär's? Ja, gleich erstmal, kaufen. Na gut, aber wenn du doch mal nach oben willst, sag Bescheid, ich steuere dich dann gerne hoch. Gerne, aber erstmal Burns. Der alte Haudegen. Burns Bombodrom, dieser wunderschöne Name. Oh, hallo! Na, wie wär's? Hab alles einigermaßen beisammen. Der Laden läuft also wieder. Obwohl, im Moment habe ich nur eine Sorte. Wenn nur das Lager nicht abhanden gekommen wäre. Wird bald wieder mehr geben. Sieh dir auf jeden Fall alles in Ruhe an. 10 kaufen. Aber du hast ja gar keine Bombentasche für die Bomben. Ich habe gerade für 120 Rubine eine prall mit Bomben gefüllte Tasche als Premium-Packung im Angebot. Na gut. Ach, so ist das? Na dann viel Spaß mit deinen exquisiten Bomben und ich habe sie wirklich alle selbst gemacht. Noch etwas, wenn du Bomben in Kombination mit Pfeilen verwendest, kannst du mit Bombenpfeilen weit entfernte Ziele erreichen. Ich schicke dir demnächst mal einen Brief, da findest du alles genau beschrieben. Kannst du alles nachlesen, wenn du willst. Du erhältst eine Bombentasche voller Bomben. Im Laufen abwerfen, okay. Ich habe rund um die Uhr geöffnet, komm wieder, wann immer du willst. Okay. Bomben und ihr könnt sogar Bomben mit Pfeilen kombinieren.
Dass wir jetzt Bomben haben, eröffnet uns sehr viele neue Möglichkeiten. Es gibt auch einige Orte, die wir gar nicht erreichen konnten. Moment. Wie geht denn das? Ah, okay. Ja, hier leuchtet ein Feld auf, kombinieren. Jetzt haben wir die kombiniert, die Bomben und die Pfeile. Gut zu wissen, so funktioniert das also. War hier nicht auch ein Stein nach links hin, den man wegsprengen musste? Hier? Ne, wo war das nochmal? Da! Seht mal! Geheimnis gefunden, oder? Und Hühner. Süße Hühner. Okay. Schick ist es hier. Und sie haben hier eine Kiste. Schnell, unsere Luft verschwindet schneller, als wir gucken können. Oh, ein Herzteil. Sammle zwei weitere und du erhältst ein zusätzliches Herz. Sehr schön. Wir können hier aber nicht schießen, sehe ich gerade. Ah, okay, wir sind oberhalb der Quelle. Seht mal, auf dem Wasserfall. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ganz schnell hoch zum Turm und gehen nochmal zu unserem guten Taro. Und beim nächsten Mal würde ich eigentlich ganz gerne noch einmal die Goronen aufsuchen, oder? Ich meine, ich möchte schon gerne wissen, ob die uns auch danken. Bevor wir jetzt wirklich weitermachen. Dann müssen wir auch nochmal nach Ordon, denn dort können wir jetzt auch einen Felsen wegsprengen, den wir vorher nicht wegsprengen konnten. Ja, ich will auf den Laden. Also dann, steig auf meinen Rücken. Puff. Knapp, aber es funktioniert. Ich habe da so eine Vermutung. Vielleicht schmeißt es ja der Gorone rüber zur Kiste. Kann das sein? Und vielleicht können wir jetzt die Mine ja nochmal betreten. Und da steht jetzt ein Gorone bei der Kiste. Ah, der wird uns da aber nicht hinwerfen, oder? Man sagt, dieses Dorf wurde auch von Monstern überfallen. Die Leute hier geben wohl auch einiges. Die Leute hier haben wohl auch einiges mitgemacht. Wir waren so mit unseren eigenen Problemen beschäftigt, dass wir euch gar nicht helfen konnten. Tut uns wirklich leid. Na gut, ich werde gemeinsam mit dem Zwerg da oben Wache halten, um den Frieden in Kakariko und am Todesberg zu gewahren. Willst du dich oben nochmal umschauen? Tolle Landschaft da, dann steig auf meinen Rücken. Also dann, steig auf meinen Rücken. Ja, ich überlege gerade wirklich, wenn in dem in der Mine jetzt auch Goronen rumstehen, dann wäre das die Möglichkeit. Richard, ich halte hier Wache für uns alle. Wenn wieder irgendwelche Monster angreifen, schlage ich laut Alarm. Ach, wenn ich doch nur einen Bogen hätte, dann könnte ich die von hier aus selbst erledigen. Das ist es, Richard. Kannst du mir nicht beibringen, wie man das macht? Es würde schon reichen, wenn du mir nur zeigst, wie du schießt. Bitte. Na, na gut. Ja, super. Da vor der Quelle steht Maro. Geh am besten zu ihm und zeig's mir von dort aus, ja? Da bist du ja. Sag mal, kannst du wirklich mit Pfeil und Bogen umgehen? In Ordon habe ich dich noch nie mit dem Bogen gesehen. Naja, egal. Versuche erstmal, da das Ziel zu treffen. Nee. Ich
Ich glaube, Bombenpfeile sind ein bisschen fehl am Platz. Na schön, das war natürlich viel zu einfach. Wie wär's damit? Hey! Hier oben! Als letztes versucht das hier zu treffen. Wahnsinn, getroffen, du hast getroffen. Danke, Richard. Nanu, wenn du dir Mühe gibst, bist du ja richtig gut. Anscheinend hast du schon ein paar Kämpfe erlebt. Nimm das hier. Ein Herzteil, danke. Wo man die überall findet, oder? Der Wahnsinn. Na gut. Da würde ich sagen, Leute, wie bereits angekündigt, beim nächsten Mal gehen wir auf zur Mine der Goronen und werden versuchen, da irgendwie, beziehungsweise wir werden einfach mal versuchen, da mit den Leuten zu reden. Und ich überlege gerade, wir müssen noch einmal den Pass hochlaufen. Das gibt's aber erst beim nächsten Mal. Ich würde sagen, wir haben es geschafft, wir haben die Goronen von ihrem Fluch befreit, wir haben den zweiten, den zweiten Schattenkristall bekommen und damit fehlt nur noch ein einziger. Und unser Ziel ist tatsächlich hier ganz oben im Norden der Ebene, hinter der Brücke. Aber wie gesagt, wir gehen erstmal dahin, zum Todesberg. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, freue mich, wenn es weitergeht mit The Legend of Zelda und sage vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ach Leute, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, es ist einfach so schön entspannend, das Spiel. Na gut, bis zum nächsten Mal.